Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Es könnte sein, dass ich mich heute etwas erkältet anhöre und erkältet aussehe. Einfache Erklärung. Die Sache gefällt mir nicht. Ich bin erkältet. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, komm, das kriegst du hin, das Video. So, wir sind hier in diesem wunderschönen Bunker der Deutschen. Ja. Halt! Jetzt bist du erledigt. Warte, ich habe noch eine. Okay, das war jetzt etwas, ja, holpriger Start. Gut, blöd für die. Ich habe zwei Wummen. Warte, wo war der andere? Wo hat der seine Wumme fallen lassen? Naja, ist ja auch egal. Hä, das waren doch drei Wummen. Bin ich jetzt komplett Banane? Naja, gut. Dann eben nicht. Ah. So gefällt mir das schon besser. Ja, und mir erst. So. Bingo. Das war der schönste Tod, den ich jemandem bis hier hinzugefügt habe. Wahrscheinlich. Ja, komm, die Wumme nehme ich noch mit. Schöne, volle Wumme. Ist ja auch was Feines. Würde ich mal sagen, mit dem Fläschchen geht es weiter. Oh, ob der Führer weiß, wie viel die hier saufen? Bitte jetzt hau nicht da unten auf den Knopf, wo Warnung steht. Das wollte ich eigentlich verhindern. Muss ich euch nämlich erschießen. Na super. Jetzt stehe ich mal komplett unter Kreuzfeuer. Und der da hält genau das in der Hand, was ihr gerade vermutet. Und welch Wunder, auch der ist nicht an meiner Seelenwohl. Oder körperlichem Wohl. Oder überhaupt irgendwas, das mir gut geht, interessiert. Das funktioniert nicht. Ich wollte es eigentlich verhindern mal in dieser Runde. Aber wenn man hier auf Warnung haut, passiert Folgendes. A, alle Türen mit so einem, ich kann das mal demonstrieren, roten Lämpchen. Verriegelt. Nichts. Nada. Aus. Das zweite, was passiert, ist, dass diese netten Herren mit Flammenwerfern kommen. Munition für die Mauser. Das nehme ich gerne mit. So, und das ist halt einfach nur ein weiteres Hindernis, was halt sich A verhindern lässt und B ziemlich nervig werden kann. Ich lade jetzt hier erstmal die Waffen nach. Sehr gut. Haben wir alles? Bringe in den äußeren U-Boot-Bunker ein. Ja, Wachen ausgewichen. Haben wir geschafft. Die Tür ist offen, da kein Alarm da ist. Und ich halte die Klappe. Wie ich sehe, haben Sie den dritten Teil des Spiegels. Gut. Die Sterne stehen günstig. Wir werden das Ritual heute Nacht durchführen. Nicht so hastig. Marschall Kai, oder wie sie auch heißen mögen. Wir haben immer noch ein Problem mit diesem Amerikaner. Jones, Sie haben ihn nach Prag geschickt, damit er mir einen Teil des Spiegels stiehlt. Das verstößt gegen unsere Vereinbarung. Unsinn, wären Sie nicht so unfähig, hätte ich Dr. Jones nicht gebraucht. Er hat in zwei Wochen mehr erreicht als Sie in den letzten zwei Jahren. Hüten Sie Ihre Zunge. Vergessen Sie nie, wen Sie vor sich haben.
und wen ich repräsentiere. Solange Sie auf meiner Insel sind, werden Sie Ihre Zunge hüten. Ich habe Ihnen erlaubt, diese Basis zu bauen. Im Tausch gegen deutsche Waffen, aber das Herz des Drachens ist eine andere Geschichte. Ihr Deutschen könnt das Herz haben, sobald ich China kontrolliere. Bis es soweit ist, sollten Sie nicht vergessen, wer hier das Sagen hat. Wir können dem Kerl nicht trauen. Nein, das können wir nicht. Er muss eliminiert werden, sobald wir das Herz des Drachens gefunden haben. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Interessant, interessant. Da werden schon die Morde geplant. Halt! Alle auf ihre Posten! Ihre Papiere sind in Ordnung. Passieren. Hier geht's zur Seilbahnstation. Jetzt brauche ich nur noch andere Klamotten und schon kann's losgehen. Nee, das war hier noch nicht als hier. Das war erst bei den anderen Docks. Ich wollte dich jetzt eigentlich so ganz sanft töten, aber gut. Lässt mir keine andere Wahl. Hier kommt keiner von euch lebend raus. Ich weiß, dass du da hinten bist. So eine Deckung bringt nicht immer was, mein Lieber. Was haben wir hier noch Schönes? Boah. Fein. Da freut er sich. Da freut sich er mad. Gut, in so einer deutschen Basis als Feind bewaffnet rumlaufen, kann jetzt nicht schaden. Gut, vielleicht brauche ich jetzt doch mal die große. Oh, die ist schön voll. Gut, dann eben auf die harte Tour. Schön in der Luft. Keine Gnade. Erst hier drüben. Wer hat noch nicht? Wer will noch was? Oh, schön vom Dach gefallen. Sehr schön. Aber jetzt haben die hier auch Glatzen. Kommen denn da noch? Ich nehme lieber Mann. Waren das jetzt alle? Das sieht nach einer Kaserne oder so aus. Ja komm, wer will was? Papa hat extra Knallfrösche gefunden. Das funktioniert nicht. Warte mal. Das ist doch ein Lastwagen. Die ist voll. Ist doch bestimmt noch mit was Hübschem. Ah, beladen. Ein Medikit. Davon haben wir jetzt wieder genau eins. Ha, Fenster geht auch kaputt. Ich mag es einfach, die kaputt zu hauen. Falls jemand fragt, warum. Ich hätte die Gehentaste loslassen sollen. Schön festhalten, Dr. Jones.
Ewige Klassiker, wie kommt man irgendwo rein und bleibt ungesehen? Halt! Ich glaube, das ist jetzt kein Beinbruch, dass ich in der Mauser keine Munition mehr habe und in der hier volle Munition. Gut, ich verdrück mich dann mal. Sicher ist sicher. Hübscher Luftschacht. Reise nach Jerusalem. Sie ist voll. Ja, das Teil ist immer noch voll. Aber die Flasche nehmen wir mit. Pulle geht immer. Da steht schon einer, der ein Fläschchen will. Komm her. Auch schön mit. Dann würde ich sagen, räumen wir jetzt hier erstmal auf. Ich wusste. Nimm dafür mal die große Bumme, weil die andere ist sehr leer. Das ist doch auch so ein unbequemer Stuhl. Das ist doch. Ist zwar hübsch, aber. Da kannst du doch kaum drauf sitzen. Da ist doch so ein Strafenstuhl wie aus der Schule, oder was? Damit hat man doch echt kleine Kinder gestraft. Gut. Warte. Ich hab doch hier gerade was gehört. Wenn ihr an den Alarmkopf genommen, bin ich geliefert. Mit diesen Papieren müsste ich am Wachposten vorbeikommen. Ein Sicherheitsausweis. Oh ey, diese hässlichen Stühle, ey, ganz ehrlich. Also wenn das deutsche Qualität ist, solche Stühle, die nur hübsch aussehen, dann verstehe ich, warum das deutsche Handwerk ausstirbt. Da nehme ich dann auch lieber was Gemütlicheres von der Industrie. Komm her, mein Freund. Jetzt gib mir auf die Fresse. Alter, hält der was aus. Aber wenn wir schon mal Ruhe haben, sehen wir uns hier auch nochmal um. Hier war Medikit. Davon müssen wir jetzt inzwischen drei haben. Wenn ich mitgezählt habe. Ja, das habe ich. So, wie komme ich jetzt darüber? Da komme ich doch niemals raus, oder? Angenommen, ich würde jetzt ins Wasser fallen, dann würde ich da über die Leiter wieder raus. Da bleibt doch nur der Weg von oben. Weil da hinten sind auch noch Kisten und die will ich haben. Ich will die jetzt haben. Auch wenn ich mir dabei jetzt irgendwas zerhau. Indy muss mit den Schmerzen weiterrennen, nicht ich. So. Was haben wir denn hier? Fahr doch mal mit der schönen Kiste oder den Kisten. Medikit. Bingo. Die Longjiang.
Tafel. So, nehmen wir noch ein Medikit. Wir haben ja hier genug liegen, da können wir ruhig auch mal ein bisschen verschwenderisch sein. Oh. Sie ist voll. Warte. Jetzt nicht mehr. Gibt hier unten noch was? Das sieht nicht danach aus. Gut. Fehlt uns nur noch die Uniform? Passiere, verkleide den Kontrollpunkt, schleiche dich zur Seilbahn, besorge dir eine Tarnung und geheime Papiere. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch die Uniform. Beziehungsweise andere Kleidung. Ist halt natürlich klar, dass wir da mit Uniform rumlaufen. Angeblich lieben Frauen Männer in Uniform. Die hier ist wohl eine Ausnahme. Yay! Neue Uniform! Indy in Uniform. Total ungewohntes Bild. Ja, da stehen sie stramm. Das können sie. Feldwebel, Oberst Siemens braucht dringend einen Boten, der Oberst von Beck einen geheimen Brief überbringt. Draußen steht ein Motorrad. Fahren Sie damit zur Kommandantur. Feldwebel, haben Sie nicht was vergessen? Tachchen. Beeilung! Die Hand zum Gruße. Ja, das haben die hier zensiert. In der englischen Version sieht das ein bisschen anders aus. So viel kann ich verraten. Ich habe beide Versionen gespielt, auch wenn die englische jetzt nicht ganz so legal ist hier in Deutschland. Aber hat jeder mal gemacht. Irgendwas da gezockt. Ja, das war es erstmal an der Stelle. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Hat Spaß gemacht. Wir haben uns ein bisschen weiter nach oben, nach Peng Lai geschlichen. Tiefer rein ins Geschehen. Und ich sag dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.